Heute steht ein Testländerspiel an und damit hallo nach Hause von Wolfuß und Frank Buschmann. Stammformation finden, neue Spieler testen, taktische Varianten einstudieren. Es gibt viele Gründe für Testspiele auch auf Länderebene. Die Clubtrainer argumentieren allerdings gern dagegen mit der hohen Belastung für die Spieler. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Wir sehen die Mannschaft heute mit der 4-5-1-Formation. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Sie spielen das hier heute im 4-5-1. Vor fast 120 Jahren wurde der Prinzenpark, dann noch unter anderem Namen, eröffnet. Aber es ist bis zum heutigen Tage ein besonderes Stadion. Ja, und auch eins, das nicht dem Club PSG gehört. Stattdessen ist die Stadt Paris Inhaber der altehrwürdigen Arena. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Griezmann jetzt. Die Flanke kommt gut rein. Daraus wird nichts. Die Flanke findet keinen Mitspieler. Ratz van Ratz. Chips Hugh. San Matean. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Maxi. Und den spielt er gleich wieder zurück. Jetzt könnte der Pass kommen. Jetzt gibt's Abstoß. Wie sieht das Wetter aus, Buschi, heute? Nimmt das Einfluss aufs Spiel? Ja, also ist schon möglich. Der Ball wird bei Regen natürlich schnell und da rutscht einem Torhüter auch gern mal einer durch. Also die beiden Keeper müssen höllisch aufpassen. Da kommt er raus und hält den Ball. San Matea. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Maxi. Jetzt schießt er. Und da ist das Tor. Treffer zählt nicht. Da ist die Fahne oben. Gut gesehen vom Assistenten. Wir werfen noch mal einen Blick auf die Situation. Völlig korrekte Entscheidung vom Assistenten. Das kann man hier klar sehen. Jetzt Soje. Alexandru Cipsiu. Jetzt wird's gefährlich. Den muss er jetzt machen. Sehr gut reingespielt. Griezmann. Der Ball ist im Tor aus, es gibt Ecke.
Und jetzt der Schuss. Ganz stark abgeblockt. Den Ball kann er abfangen. Chips Yu. San Matean. Jetzt Soye. San Matean. Und Razvan Raz. Wird das eine Torchance? Dimitri Payet jetzt. Den Ball kann er klären. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Gut, dass er dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden. Und Giroud. Und jetzt ein Zweikampf. Chirichesh. Und damit ist der Ball weg. Jetzt Payet. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Er trifft hier eindeutig den Gegenspieler. Das war ein klares Foul. Korrekt gesehen vom Schiri, die Wiederholung beweist's. Gentili am Ball. Alexandru Cipsiu. Gardosch. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Kiserü. Trifft er, ja, drin, Tor. Okay. Dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. San Matean. Chirichesh. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Pintili. Und Razvan Raz. San Matean. Gardosch. Zur Pause haben wir eine ganz enge Führung. Ein Tor nur. Geht da noch was? Glaub schon. Wir haben es grundsätzlich einen Tick besser gemacht in der ersten Hälfte. Aber sind wir ehrlich, ein Tor ist kein beruhigender Vorsprung. Das Wetter wird nicht besser, aber trotzdem läuft die zweite Hälfte jetzt. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Maxi. Claudio Cesarü. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Tolle Aktion vom Torwart. Jetzt müssen sie aufpassen bei dieser Ecke. Sissoko. Das ist jetzt eine Chance. Payet.
Super gemacht vom Torwart. Griezmann. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Giroud am Ball. Da verlieren sie den Ball. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. San Matean. Jetzt Soje. Jetzt gibt es einen Einwurf. Jetzt hat er Feierabend. Zeit für uns, nochmal auf sein Tor zu schauen. Oder lassen Sie ihn im Strafraum zum Abschluss kommen und er sagt Dankeschön. Rechts in die Maschen. Jetzt ist Schluss für ihn, war nicht sein Tag heute, muss man so sagen. Ja, er hat überhaupt keine Bindung zum Spiel gefunden, insofern war dieser Wechsel absehbar. Torje, Ventili am Ball. Da geht er gut dazwischen. Griezmann am Ball. Oh, nun Pogba. Der Ball ist drin, der Treffer zählt, Ausgleich. Ja, oh, und aus der Position war das natürlich kein Problem mehr. Aber da musst du eben auch stehen. Da hat er einfach den richtigen Instinkt für die Situation. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Jetzt Matuidi. Den spielt er wieder zurück. Ball bei Evra. Das gibt erneut Einwurf. Jetzt wird es den Wechsel geben. Ventili am Ball. Und Griezmann. Jetzt Matuidi. Griezmann am Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Über die Torauslinie, Ecke. Hier nochmal der Treffer von eben. Keeper war dran, er faust, er nimmt den Volley. Gute Aktion vom Torhüter. Und den Ball hat er sich geholt.
Popa. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Jetzt Payet. Wird's jetzt gefährlich. Und er schießt. Die kann er einfach, diese Schüsse aus der Distanz. Hier hat dann aber zum Torerfolg doch noch was gefehlt. Auf der Bank ist Bewegung, es wird einen Wechsel geben. Rieses. Razvan Raz. So, er zeigt an, dass er wieder rein will. Ja, dann kann er sich nicht so schwer verletzt haben. Hoffen wir, dass er durchhält. Ja, jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. San Mattea. Wird das seine Torchance? Er scheint trotz der Verletzung weiterspielen zu können und meldet sich zurück im Spiel. Ja, sie gehen hier das Risiko ein und lassen ihn weitermachen. Vorerst zumindest. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Und hier nochmal die tolle Aktion des Torhüters von eben. Souverän gemacht. Und ja, da kannst du als Gegner auch schon mal verzweifeln, wenn der so hält. Jetzt Matuidi. Damit endet die zweite Hälfte und es gibt keinen Sieger. Und da ist das Tor. Treffer zählt nicht. Da ist die Fahne oben, gut gesehen vom Assistenten. Jetzt gibt es hier die Zugabe, die Verlängerung hat begonnen. Quintili. Popa. Sie kämpfen um den Ball. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Matuidi. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Griezmann jetzt. Sissoko! Posten, aber es geht weiter. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Jetzt wird es gefährlich. Und nun Pogba. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Razvan Raz. Andone.
Souverän, er hat den Ball. Sissoko. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Nun Adrian Popa. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Und jetzt geht es hier gleich in die zweite Hälfte der Verlängerung. Der Trainer nimmt ihn runter, die Verletzung scheint schlimmer zu sein. Ja, dann muss man das eben auch einsehen, wenn es nicht weitergeht. Der Anschluss ist erfolgt, die zweite Hälfte der Verlängerung ist gestartet. Sanja. Und Razvan Raz. San Matean. Razvan Raz. Pintili. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. In 7 Minuten ist die Verlängerung vorbei. Tut sich noch was? Gut geklärt, das war wichtig. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Conte. Sanja. Schuss! Und das war jetzt wirklich ärgerlich. Wenn der drin gewesen wäre, hätte es ganz gut ausgesehen. Ja, das Ding wäre wichtig gewesen. Trotzdem ein guter Versuch. Keeper war dran, er faustet den Ball weg. Schießt er ihn rein. Da passt der Torhüter auf. Und wieder eine unfassbare Parade. Und wieder bewahrt er seine Mannschaft vor dem Rückstand. Die Spannung ist kaum mehr auszuhalten. Die Entscheidung fällt im Elfmeterschießen. Es wird Zeit für die Entscheidung. Der erste Elfmeter steht an. Ganz sicher verwandt. Richtig klasse gemacht. Auf mich wirkt er ein bisschen angespannt. Oh, der geht daneben. Ja, und schon beim Anlauf wirkte er nicht wirklich sicher. Das hat er aber ganz locker gemacht. Oh ja, das war schon sehr abgebrüht. Knapp. Der Ball geht an den Pfosten, aber dann ins Aus. Man kann das fast bis hier oben. Das ist mal ein Elfmeterschütze. So musst du einen Elfmeter schießen. Jetzt muss er seine Nerven kontrollieren. Er muss treffen, sonst verlieren sie dieses Spiel. Sehr platziert, Tor. So muss man einen Elfmeter schießen. Und jetzt, Freunde, jetzt kann er dieses Spiel hier entscheiden. Was für eine Verantwortung. Wenn er trifft, Wolf, dann darf hier gefeiert werden. Er trifft und sichert seinem Team so den Sieg. Und das musst du erst mal machen, vom Punkt so cool zu bleiben in dieser Situation. Respekt!
Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Und da ist das Tor. Treffer zählt nicht. Da ist die Fahne oben, gut gesehen vom Assistenten. Vom Torwart. Jetzt müssen Sie aufpassen bei dieser Ecke. Das ist jetzt eine Chance. Payet. Super gemacht vom Torwart. Der Ball ist drin, der Treffer zählt. Ausgleich. Keeper war dran, er faustet den Ball weg. Er nimmt den Volley. Gute Aktion vom Torhüter. Sissoko. Pfosten, aber es geht weiter. Team so den Sieg. Und das musst du erst mal machen, vom Punkt so cool zu bleiben in dieser Situation. Respekt!